Freunde, ein herzliches Willkommen wünsche ich euch zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid und eingeschaltet habt, denn heute gibt es eine neue Folge von Ich bewerte deine Runde, beziehungsweise heute müsste es eher heißen, ich reagiere auf eure Runden, weil ich habe immer drei Runden rausgesucht, die wirklich absolut heftig sind und da kann ich definitiv hier und da auch heute noch was lernen. Deswegen bewerte ich diese Runden natürlich auch hier und da so ein bisschen, wenn ich was finde, was ich überhaupt bewerten kann, außer dass es eine absolute Alien-Zeit ist. Das wollen wir uns heute mal zusammen anschauen. Wir sind hier gerade schon mal auf Suzuka unterwegs und den werdet ihr wahrscheinlich auch im ACC-Sektor hier auf YouTube kennen. Der Jan Biermann von Rennwelten, verlinke ich unten mal in der Videobeschreibung den Kanal. Wirklich ein sehr geiler Kanal, der da gerade aufgebaut wird. Deswegen checkt es auf jeden Fall mal gerne aus. Lasst ein Abo da bei Rennwelten. Finde ich wirklich eine geile Sache, ein geiles Projekt, was die da gerade auf die Beine stellen und generell diese ganze Plattform. Der hat mir eine Runde zugeschickt, hier auf Suzuka im BMW M6 und die wird wohl anscheinend auch nicht schlecht gewesen sein. Deswegen ziehen wir uns die heute mal zusammen rein. Ich würde sagen, wir sind nämlich hier gerade im Replay-Modus unterwegs. Wir springen mal zum Anfang der Runde, beziehungsweise ein bisschen weiter nach hier. Und dann mal schön hier in die Cockpit-Sicht. So, aber dann schauen wir mal, was der Jan hier so auf die Rennstrecke zaubert mit seinem M6. Da bin ich echt mal gespannt, weil ich habe ja vor kurzem Checkout gemacht. Da bin ich, glaube ich, eine 1,58,5 gefahren. Und das war ja mit dem AMG, der ist ja generell sehr stark hier auf Suzuka. Ich weiß nicht, wie stark der M6 hier ist. Der ist ja generell nicht bekannt dafür, eine absolute Hotlap-Maschine zu sein. Aber hier die erste Kurve sieht schon mal sehr sauber aus. Schön eng am Curb gewesen, früh auf dem Gas gewesen. Hier in voll über den Curb, hier auch ja leichten Slide gehabt da an der Hinterachse. Aber das sind nur diese minimalen Slides, die du ja gut zunutze machen kannst. Ja, hier schön eng gehalten, schön aggressives Umlegen hier. Und hier auch wieder früh auf dem Gas gewesen. Ja, da muss er kurz korrigieren, aber das sind genau diese kleinen Slides, die dich da keine Zeit kosten. Da muss man wirklich das perfekt dosieren, damit das wirklich keine Zeit kostet. Hier sehr aggressiv über den Curb, aber auch nicht zu weit rausgekommen. Das sah doch ganz gut aus. Ja, da, warte mal, da will ich mal kurz ein bisschen zurückspulen. Ich glaube, hier hat er noch ein bisschen mehr, also sah zumindest im ersten Moment so aus, ein bisschen mehr Schwung nehmen können. Also ich glaube, da hat er ein bisschen Schwung verloren. Das können wir auch noch mal kurz hier in halber Geschwindigkeit uns reinziehen. So, hier geht er erstmal sehr aggressiv über den Curb. Da muss man auch aufpassen, dass die Rundenzeit nicht ungültig wird, wenn man da zu aggressiv drüber geht. Dann hier nach ganz links. Und ich glaube, hier hat er den Curb vielleicht ein bisschen zu viel mitgenommen. Ich weiß es nicht. Hier hat er auf jeden Fall ein ganz leichtes Übersteuern reinbekommen. Aber ich weiß es, wie gesagt, nicht, ob es jetzt im Endeffekt Zeit gekostet hat oder nicht. Das ist jetzt die Frage. Es sah im ersten Moment so aus, dass es da ja ein bisschen Schwung rausgenommen hat, vom Gefühl her. Hier diese enge Kurve. Ja, aber auch schön kontrolliert rausbeschleunigt. Also da auch mit, ja, mit keinem Quersteher. Schön früh auf dem Gas gewesen. Das passt auf jeden Fall. Hier bin ich zum Beispiel in meiner Hotlap ein bisschen enger geblieben. Das bringt vielleicht nochmal ein paar Hundertstel oder ja, doch ein paar Hundertstel, wenn man hier eine ganz enge Linie nimmt. Da sparst du einfach nochmal ein paar Meter. So auf der Hotlap zumindest. So, jetzt hier schönes Anbremsen hier in den Curb. Ein bisschen mitgenommen. Schön nach außen treiben lassen. Ja, da hat er auch wieder einen leichten Slide gehabt. Also ich glaube, das könnte auch nochmal vielleicht so eine Zehntel auf die ganze Gerade. Hier hat er auch dann in den Curb. Das können wir uns hier auch nochmal kurz in Slow Motion angucken. Lässt hier natürlich schön weit nach außen laufen. Und jetzt seht ihr, jetzt ist er hier noch so ein bisschen am Sliden. Hier kriegt die Vorderachse wieder leicht Grip und dann trifft er den Curb hier in. Hier ist er wieder voll auf dem Gas und hier habt ihr gesehen, da muss er leicht gegenkorrigieren. Aber das sind wirklich immer nur so minimale Sachen. Da kann man sagen, okay, das hat nochmal vielleicht eine Zehntel oder so vielleicht gekostet. Aber das kann ich jetzt natürlich auch schlecht einschätzen, weil ich das Delta natürlich auch nicht sehe. Wie sich das verhält. Mal gucken, wie 130R jetzt hier aussieht. Gut, da kannst du nicht viel mehr richtig machen, denke ich mal. Hier anbremsen. Schön in den Körper, ja, da hat er vielleicht, wie gesagt, das sind alles Vermutungen, so vom ersten Gefühl her. Hier hat er natürlich voll den Körper mitgenommen, das mache ich auch so. Und dann hat er hier auch wieder so einen leichten Moment gehabt, wo er vielleicht so einen minimalen Schwung irgendwie durch die Schikane verloren hat. Aber, wie gesagt, das sind alles nur Nuancen, sagt man ja so schön. Aber wir gucken mal, was das jetzt hier so Rundenzeiten technisch gibt. 1,55, 1,56, 1,57... Boah, das müsste sogar eine mittlere 1,58er gewesen sein. Das können wir auch mal kurz einblenden. Eine 1,58,497, also sogar, ja, ich
glaube, eine halbe Zehntel oder eine Zehntel schneller als die Runde bei mir im Track Guide. Ja, auf jeden Fall fetten Respekt für diese Runde. Im M6 vor allem. Das finde ich sowieso zu krass. Also im AMG ist es da wahrscheinlich nochmal deutlich leichter, so eine Runde hinzukriegen. Aber im M6, da stelle ich mir das Ganze schon hier und da ein bisschen schwieriger vor, weil es ist, wie gesagt, keine Hotlap-Maschine. Also auf jeden Fall fetten Dank für diese Runde. Absolut geile Runde. Und checkt auf jeden Fall den Rennwelten-Kanal aus. Hier, genau dieser Fehler, den sollte man nicht machen. Perfektes Beispiel zum Abschluss. Und dann würde ich sagen, wir switchen zur nächsten Runde. So, Freunde, willkommen zur nächsten Runde. Und da hat der Michael Tauscher mir eine Runde geschickt. Und der ist auch wirklich extrem schnell. Den habe ich schon hier und da auch mal in verschiedenen Ligen und Streams gesehen, wo der Jardi unterwegs ist und so. Also ihr seht es auch hier, SRO, eSports Championship Qualification 1:41.9. Auf Barcelona mit einer Streckentemperatur von 30 Grad. Alter Verwalter, wo soll das nur hingehen? Also ich bin, glaube ich, im Hotlap-Modus eine 1:42.4 oder so gefahren. Also eine halbe Sekunde langsamer. Und da war die Temperatur, glaube ich, noch 10 Grad kälter. Also ich bin echt mal gespannt, wie diese Runde jetzt hier aussehen wird. Weil, wie gesagt, bei diesen Runden, da kann ich auch hier und da einiges lernen. Um mir zum Beispiel mal eine andere Linie abzugucken, andere Bremspunkte, was weiß ich. Aber wir gucken erstmal, wie das Ganze hier aussieht. Da wackelt nichts, ne? Da wackelt nichts, voll über die Curbs geballert. Hier super eng gehalten und auch super früh auf dem Gas gewesen. Also normalerweise kennst du das ja, wenn du mit einem Porsche da kurz vorm Gas gehst, dass der das Heck so ein bisschen eindreht. Aber da hat sich gar nichts gerührt. Also super stabil das Auto hier. Auch hier. Okay, er fährt mit einer 3er- und 4er Traktionskontrolle. Ich habe dann eine etwas niedrigere. Das wird das vielleicht auch erklären, warum das Heck ein bisschen instabiler bei mir ist. Aber das sieht unfassbar stabil aus und unfassbar schnell aus bis jetzt. Auch hier, das Auto liegt wie auf Schienen. Das finde ich immer zu krass. Weil wenn man da einfach mal ein bisschen zu schnell reinlaufen lässt, genauso wie hier, da dreht normalerweise sofort das Heck ein. Ich kann mal eben gucken. Achtet mal unten aufs Gas. Ihr seht es auch, er ist nie komplett vom Gas und das ist eine sehr wichtige Sache beim Porsche, weil wenn du hier reinlaufen lässt und jetzt komplett vom Gas gehen würdest, da würde sich da normalerweise direkt das Heck eindrehen. Also ihr kennt es ja beim Porsche, diese Porsche-Krankheit. Oder in vielen Fällen kann es auch eine Hilfe sein, um einfach super, super schnell zu sein oder schnell um die Kurven herumzukommen. Aber ihr müsst darauf achten, dass man nie komplett oder wenn du ganz, ganz, ganz kurz, um das Heck so ein bisschen eindrehen zu lassen, aber dann muss man direkt wieder aufs Gas gehen, damit sich das Heck ja wieder rumzieht sozusagen und nicht zu weit eindreht. Also das seht ihr hier unten auch perfekt, dass er da nie ganz vom Gas geht und er ist da immer leicht auf dem Gas. Also das ist auf jeden Fall eine extrem, extrem wichtige Sache, die man beim Porsche ja beachten muss. Hier beim 100 Meter Schild voll in die Eisen gehen. Ja, du kannst einfach, also ich zumindest kann jetzt nicht sagen, okay, da hat er irgendwie was falsch gemacht, da hat er irgendwie Zeit verloren. Also für mich sieht das wirklich wie aus einem Guss aus. Deswegen kann ich hier jetzt gerade schlecht sagen, okay, verbesser mal dies, verbesser mal das. Aber deswegen habe ich mir auch die absoluten Alien-Zeiten jetzt hier rausgesucht. Einfach mal, um da so ein bisschen vielleicht mir was abzuschauen und darauf zu reagieren. Auch hier, wie aggressiv er da auf dem Körper unterwegs war. Können wir nochmal kurz hier unter den ersten Gang. Hier, super schön. Das ist sehr wichtig hier, dass man hier ganz eng hält, weil manche machen auch den Fehler und fahren hier zu weit nach rechts rüber und dann verlierst du hier den ganzen Schwung auf diese, ja, auf die letzte Kurve. Da kannst du sowieso voll durchgehen und auf die Start und Ziel. Und das sind dann wieder ein paar Hundertstel oder ein paar Zehntel. Und dann hier auch aufpassen, dass man die Wurst nicht trifft. Ja, das ist extrem, extrem schnell. Also wirklich beeindruckend. Und das war es ja noch nicht, Freunde. Jetzt kommt nochmal eine mindestens genauso beeindruckende Runde, das kann ich euch versprechen, nämlich der Tobi Pfeffer, also hier eine 1:41.946, unfassbar. Und schnallt euch an, Leute, das wird nämlich jetzt der absolute Wahnsinn, was der Tobi Pfeffer, also das ist ja sowieso der Ober-Alien schlechthin, also meiner Meinung nach wahrscheinlich einer der schnellsten oder wenn nicht sogar der schnellste Fahrer momentan hier in Deutschland oder zumindest gehört er in die Top 5 irgendwo mit rein oder in die Top 3, würde ich jetzt mal sagen, also ich kenne nicht viele Fahrer, die wirklich schneller sind als er. So, aber wir gucken mal, was er hier so auf Imola zaubert. Der Tobias Pfeffer. Und er ist auch gerade mal 15 Jahre alt, wenn er nicht jetzt gerade schon 16 geworden ist. Also wirklich absolut heftig. Ihr seht es auch unten schon, seine bisher beste 1:39.6 hier auf Imola. Und ja, gönnt euch einfach mal, wie
stabil das Auto liegt. Das ist mir direkt aufgefallen. Also, das muss man ja mal kurz hier nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie stabil. Also, da sind ja diese fetten, gelben, italienischen Würstchen, die wir alle lieben. Aber entweder fährt er da im perfekten Winkel drüber oder das Auto ist einfach sowas von perfekt auch abgestimmt, diese Linien wählen zu können. Und dann in Kombination mit diesem fahrerischen Talent und mit dieser Geschwindigkeit. Hier, das Auto ist auf Schienen, Leute. Das fährt auf Schienen. Versteht ihr das? Auch hier im ersten Gang, wenn, guck mal, wie früh er da schon wieder auf dem Gas ist. Also ich check das manchmal echt nicht, wie sowas möglich ist. Ich bleib hier nämlich öfter mal im zweiten. Er ist jetzt voll auf dem Gas und das Auto macht zwar einen leichten, ganz, ganz leichten Slide, aber wenn ich das versuche, so da raus zu beschleunigen, da verliere ich eine Menge Zeit im ersten Gang. Das ist wirklich unfassbar. Das ist richtig krass. Aber wie gesagt, vielleicht sollte ich da auch mal wieder ein bisschen ausprobieren und variieren. Vielleicht mal den ersten nehmen und mal gucken, wie es sich dann verhält, dass man ein bisschen trainieren. Aber hier auch diese Links, wie aus einem Guss, Leute. Das ist erstmal super kontrolliert und super schnell. Also diese Kombination, das ist es halt. Hier natürlich mit einem leichten Slide, wenn man da absolut am Limit reinlaufen lässt, genauso wie hier. Da kann das Auto schon mal minimal ins Slide kommen, aber das kostet alles keine Zeit bei den absoluten Aliens. Das machen die sich in dem Sinne zunutze. Auch hier die Schikane. Ja, da kennt man diesen leichten Quersteher am Exit der Schikane, aber das ist alles so minimal, dass du da so früh wie möglich wieder voll auf dem Gas stehen kannst und dass es, wie gesagt, keine Zeit kostet. Hier anbremsen für die letzte Doppellinks. Ja, das, also was will man da sagen? Also da fehlen mir schon fast die Worte wieder. Und das sind einfach mal 8 Zehntel gegenüber meiner absoluten Hotlap, die ich bisher hier gefahren bin. Klar, da hatte ich kein Setup und so weiter. Aber im Endeffekt ist das hier, auch wenn du hier ein perfektes Setup bist, musst du die Runde erstmal so hinkriegen. Also der Tobi hat mir auch schon mal öfter mal ein Setup zugeschickt. Hat gesagt, okay, hier, mit dem Setup bin ich meine Hotlap auf Spar gefahren oder so. Ey, mach das mal nach. Es liegt nicht am Setup, nicht nur am Setup. Diese Perfektion, die liegt hinterher am Setup, klar. Aber probiert es einfach mal aus. Nehmt mal ein Setup von so einem absoluten Alien, wenn ihr die Chance habt. Und dann probiert es. Probiert es einfach mal. Weil viele sagen nämlich immer, ja, es liegt ja nur am Setup. Da könnte ich das ja auch. Nein, das ist nicht so. Also das kann ich wirklich hier wieder nur absolut bestätigen. Ich kann mal gucken, ob ich das Setup hier von dem Tobias Pfeffer bekomme. Und dann kann ich mal gucken, ob ich es genauso hinkriege. Höchstwahrscheinlich nicht. Ich traue mir die 39er zu, eine hohe 39er, aber darüber hinaus, also da muss ich mich schon stundenlang hinsetzen. Aber Freunde, ich würde sagen, das waren die 3 Alien-Runden heute und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch wieder hier und da ein bisschen was abschauen und seid wahrscheinlich genauso beeindruckt wie ich über diese Performance von allen dreien, die ich euch heute hier gezeigt habe. Also wirklich, der Jan, eine absolute geile Runde auf Suzuka, der Michael Tauscher auf Barcelona, eine absolute geisteskranke Runde und der Tobias Pfeffer hier auf Imola. Ja, so wie man ihn kennt, eine richtig heftige Pace, dieser Junge. Ja, Freunde, aber ich würde sagen, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr rund um Sim Racing Action. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Macht's gut, haut rein, ciao. Ciao.